Hallo zusammen, heute gibt es galizische Flanksteak-Röllchen. Und die sind so lecker, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Gesagt, getan. Wir fangen an mit dem Vorheizen von unserem Gasgrill. Linker und rechter Brenner an. Ihr kennt das, ist meistens mein Setup bei diesem Gasgrill. Und dann brauchen wir ein galizisches Flanksteak. Galizisches Beef ist insofern was Besonderes. Es ist so ähnlich wie fette alte Kuh. Ihr kennt das vielleicht auch von verschiedenen anderen Produkten. Also eine Kuh, die erst in einem deutlich höheren Alter geschlachtet wird und somit einen anderen Geschmack hat. Das Steak wird auf jeden Fall zuallererst einmal gesalzen. Und danach füllen wir es. Und zwar mit einer Olivenpaste. Jetzt kann man natürlich eine Olivenpaste selber machen. Ich habe auf ein fertiges Produkt zurückgegriffen. Und das verleiht diesem galizischen Beef auf jeden Fall jetzt so ein bisschen einen mediterranen Touch. Den Link zu dem Steak findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und dort findet ihr auch die restlichen Mengenangaben für dieses Rezept. Jetzt rollen wir das Flanksteak auf. Beim Aufräumen vom Flanksteak muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze mit der Faser aufrollt. Bedeutet, dass wenn man dann am Ende so kleine Röllchen rausschneidet, dass man dann wieder gegen die Faser schneidet. Das ist ganz wichtig, ansonsten wird Flanksteak schnell etwas chewy. Jetzt brauche ich einen großen Spieß und dann spieße ich das einmal so auf. Schneid dann ein Stück ab, ungefähr so, dass ich rechts und links von meinem Spieß ungefähr die gleiche Fleischmenge habe. Und danach spieße ich das Beef weiter auf. Hierbei ist es wichtig, dass man es verhältnismäßig eng und fest spießt und dass man sowohl den inneren Teil als auch den äußeren Teil einmal mit aufspießt. Aus dem Flanksteak, das hier ist jetzt so ein Gewicht von rund 700 Gramm, schneidet man drei wunderschöne Röllchen und diese, wie gesagt, dann einmal ordentlich aufspießen. Und dann können die gleich auch schon auf den Grill. Das Einzige, was ich in der Regel noch mache in so einem Fall, ist, ich salze die natürlich auch noch einmal von außen. Also wir haben sie jetzt von innen gesalzen, haben natürlich diese coole Olivenpaste drinne und jetzt das Ganze noch einmal ordentlich von außen salzen. Und jetzt wandert dieses Röllchen so auf den Grill. Indirekte Hitze, oben mein Warmhalterost, dort lege ich das dann mittig hin, schließe den Deckel wieder. Mein Landmann Triton schafft in der Regel mit dem linken und dem rechten Brenner an eine Deckeltemperatur von rund 140 bis 150 Grad und dann lassen wir das Ganze so lange auf dem indirekten Teil liegen, bis wir die gewünschte Kerntemperatur erreicht haben. Wer möchte, kann danach noch Röstaromen verpassen. Ich fand das jetzt gar nicht so notwendig an der Stelle und ich habe einfach das Ganze nur indirekt gegrillt und danach vom Grill genommen und noch ein paar Minuten ruhen lassen. Dann natürlich den Spieß entfernt. Und er sieht wirklich unglaublich lecker aus. Es ist auch gut was von der Füllung drin geblieben. Das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man das danach dann nochmal auf direkte Hitze haut, sind diese kleinen Röllchen immer relativ schnell dann komplett leer. Und dann schneiden wir einmal auf und gucken wir mal, wie wir den Gargrad getroffen haben. Ja, sehr schön. Wunderschön rosa. Sehr, sehr geil. Und jetzt muss man auch wieder ein bisschen gucken mit der Faser, gegen die Faser etc. In der Regel ist es schön, wenn man den jetzt einmal gleich hinlegt und dann gegen die Faser aufschneidet. Und dann hat man wirklich ein sehr, sehr schönes Stück Fleisch. Natürlich probiere ich das Ganze jetzt. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent seid. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.